good. Was geht ab, Freunde? Sascha von Skill Gaming TV's Video und herzlich willkommen zum zweiten Part von der FIFA 15 Ultimate Team Serie. Und ja, in der ersten Episode haben wir zwei Spiele mit Messi gemacht, 1-0-0 und das zweite, glaube ich, 1-0 gewonnen. Bin mir nicht allzu sicher, aber das erste haben wir jedenfalls 0-0 gespielt. Jetzt haben wir also nur noch drei Spiele mit Lionel Messi da vorne drin. Als MS haben wir jetzt unseren Gegner schon gefunden. Wir spielen in diesen klassischen Deutschland-Trikots. Wir werden mir noch in der, weiß nicht, nächsten Episode, glaube ich, neue Trikots holen. Und hier ein Hybrid-Team. Serie A, englische Liga, also Barclays Premier League, dann noch holländische Liga und dann noch wieder Barclays Premier League. Depay, Rellbeck und Campbell da vorne, gutes Mittelfeld, also ja, guter Gegner. Wir springen in die erste Szene hier, schön durchgestellt auf Lionel Messi. Lionel Messi mit der Schussfinde geht rein, mit dem Schuss aber stark gehalten. Abpraller landet bei Topol, aber der mit einem richtig schwachen Schuss in der fünften Spielminute. Jetzt springen wir zwei Minuten später hier, schöner Doppelpass von Zuzeta und Messi, den muss er reinmachen. Messi macht er ihn rein, Messi mit den 1-0. In der 8. Spielminute machen wir also das 0-1, wir spielen auswärts. Und wer hat es geschossen? Natürlich Lionel Messi, wer sonst? Unser Star der Mannschaft. Nächste Szene ist in der 12. Minute zu Zeta auf Messi, schöne Schussfinde mit dem Schuss, aber der geht knapp über die Querlatte. Da hat er noch mal Glück gehabt. 18. Spielminute, Messi setzt sich hier mit seinem Pace durch, einfach viel zu schnell. Jetzt zieht er nach innen, richtig stark gemacht, mit dem Schuss stark gehalten. Piatr vielleicht nochmal mit Nachschuss, Schussfinte auf Perez. Perez mit dem Schuss, aber der geht wieder ein Stück über die Latte. Jetzt sind wir in der 41. Spielminute, da hat der Gegner einen Freistoß. Führt ihn natürlich mit Depay auf, nicht mit seinem Keeper. Er schießt und der Ball geht weit am Kasten von uns vorbei. Noch keine wirkliche Gefahr für unseren Keeper. Aber jetzt schaut euch das an. Ich will natürlich nach rechts außen passen, wie man hier auch sehen kann. Habe auch gedrückt und er spielt natürlich geradeaus. Joho! Läuft richtig bei ihm. Der Gegner also mit 1-1 nach einem großen Patzer von unserem Torwart. Da kann ich echt nichts machen. Ich spiele eigentlich immer fast rechts nach außen. Aber naja, was soll's. Hier nochmal kurz vor der Halbzeit richtig stark kombiniert mit Lionel Messi und Piatti. Messi mit der Chance, aber Glanzparade von seinem Keeper. Er hatte, glaube ich, Diego Lopez im Tor. Wir kriegen jedenfalls aber noch einen Eckball. Messi bringt die Ecke nach innen, aber Diego Lopez hat den Ball jetzt sicher. Halbzeit. Es steht 1-1, wir haben Schüsse mehr Ballbesitz, also ja, also wir müssen hier das Ding eigentlich gewinnen. Hier jetzt Messi in der 49. Minute, schön mit dem Schopf, jetzt mit dem Schuss aber wieder stark gehalten von Diego Lopez. Wir kriegen den Ball aber wieder mit Perez, der geht nochmal auf die Außenbahn und holt hier den Freistoß raus, knapp an der 16-Meter-Linie, also fast ein Elfmeter. Messi führt den Freistoß natürlich auf, nimmt Anlauf, nimmt Maß und haut den Ball an den Pfosten. Also wir haben wieder mal wieder Pech mit Lionel Messi mit dem Abschluss. Und hier kommt unser Gegner. Wir können den Ball aber gut anfangen mit Kaya. Der verliert aber noch mit dem Ball. Aber wunderschönes Tackling da. Und jetzt geht es schnell über Piatti und Messi. Wir sind also schon in der 90. Minute in der Nachspielzeit. Lionel Messi ist durch. Lionel Messi mit den 1-2 in der 90. Spielminute macht er uns den Sieg klar. Lionel Messi ist mal wieder schneller als die Innenverteidiger und haut den Ball diesmal rein. Da habe ich schon gedacht, den Haum macht er ihn nicht rein. Seine Chancen und Wertung bei uns ist echt nicht so gut. Aber er hat ihn reingemacht und somit gewinnen wir das Auswärtsspiel mit 1-2. Lionel Messi, glaube ich, mit 2 Toren. Ja, müsste eigentlich angehen. Diego Lopez hat von ihnen richtig gut gehalten. Danny Welbeck in der 43. Minute hat für ihn getroffen und wir machen in der Schlussphase in der Nachspielzeit noch das 1-2 durch ihn hier. Lionel Messi, wahrscheinlich auch Spieler des Spiels. Ja, 9,6 ist genau richtig. Haben wir noch ein paar Münzen bekommen, haben doch den EA-Bus mit 200 Münzen. Haben jetzt 7 Punkte, 2 Siege, 1 Unentschieden. Das Unentschieden war unnötig, aber naja, was soll's, kann man nichts machen. Jetzt haben wir nur noch 2 Spiele mit Messi. 1 Spiel machen wir noch in dieser Episode. Und wie ihr vielleicht gemerkt habt, ist meine Stimme vielleicht ein bisschen anders, weil ich erkältet bin. Ja, aber glaube ich nur noch ein bisschen, also muss eigentlich nicht so ein großer Unterschied sein, aber naja, jedenfalls haben wir hier ein spannendes
Gameplay schon mal im ersten Spiel gesehen, jetzt ist das zweite Spiel dran. Und da kann ich mal sagen, ist genauso spannend das Spiel wie gerade eben. Der Gegner hat ein brasilianisches Team mit 3, 4, 5 Donetsk-Spielern, Schachtja Donetsk aus der Ukraine. Ja, wir spielen rein in die erste Szene. In der 35. Minute ist hier erstmal die erste Szene, also das ist schon lange gespielt. Piatti setzt sich hier schön durch, der wird einfach nicht angegriffen. Stark gemacht von Piatti, den muss er reinmachen, aber Glanzparade von seinem Keeper. Ich weiß gar nicht, wer da hinten drin hat. Was für ein brasilianischer Keeper. Julius Cesar wahrscheinlich oder Diego Alves. Messi bringt die Ecke nach hinten. Da hinten ist Suset, aber der kommt nicht rein. Ja, Julio Cesar da hinten drin im Kasten. Jetzt springen wir schon in die zweite Hälfte. Da kommt unser Gegner. Die erste Chance für unseren Gegner über Costa. Und die lässt er sich nicht nehmen. 48. Minute. Erster Torschuss, glaube ich, von unserem Gegner. Und den macht er natürlich auch gleich rein. Sah unsere Verteidigung nicht so gut raus. In der 50. Minute holen wir hier einen Freistoß aus und den will Messi natürlich aus 38 Meter einfach mal aufs Tor hauen. Nimmt auch noch, schießt, aber der Keeper von ihm ist unten und hält den Ball und klärt ihn zu Eckball. Eckball war nicht so gut, aber hier in der 54. Minute wird Messi geschickt und macht das 1:1 für uns. Es ist natürlich wieder Lionel Messi. Wunderschöner Ball von Suset, unser rechter Mittelfeldspieler. Messi nimmt den gut mit und macht ihn dann endlich mal eiskalt ins Tor. Nächste Szene hier. Schöner Doppelpass von Messi und Suset. Der ist außen hier durch. Muss jetzt die Flanke bringen. Bringt die Flanke. Da hinten ist Piatti, der kleinste, glaube ich, von uns. Aber Julio Cesar wieder mit einer Top-Parade. Aber wir bekommen einen Eck bei 70. Minute. Messi bringt den Ball nach innen. Da hinten ist einer, aber der Gegner kann klären. Jetzt auch unser Linksverteidiger Eliseo, wie man ausspricht, mit dem Schuss aufs Netz. Richtig knappe Geschichte, aber wieder nicht drin. 83. Minute sind wir jetzt schon in der Schlussphase. Piatti hier auf den Flügel, zieht rein mit dem Schub, mit dem wunderschönen Ball auf Messi. Und Messi macht ihn rein. Mit den 2:1, wir drehen hier also die Partie natürlich wieder mit Lionel Messi da vorne drin. Richtig schön zusammengespielt von Piatti und Messi hier schön gesehen. Und er macht den Messi wieder eiskalt rein, rechts oben in den Winkel. Das Spiel ist aber noch nicht vorbei. Wir kommen wieder über Suseta. Gabi wieder wunderschön dabei auf Suseta. Der ist durch, der muss sie reinmachen, aber wieder sehr stark gehalten von Julio Cesar. Also ich muss sagen, ja, also erstmal ist die Partie rum, wir gewinnen 2:1, Spiel gedreht, hier 1 zu hinten gelegen und Messi dreht das Spiel für uns. Wir gewinnen also 2:1, aber was ich sagen wollte, im 1-gegen-1 sind die Torhüter echt richtig, richtig stark. Das muss man sagen, sieht man auch wahrscheinlich hier in meinem Gameplay, sieht man das wahrscheinlich noch besser. Und ja, das wollte ich sagen, Lionel Messi, Man of the Match, 9,5, wir kriegen wieder Münzen, 674 Münzen, gewinnen also mit 2:1, jetzt finden uns nur noch 2 Punkte bis zum Titelerfolg, hier in der 10. Liga sind wir natürlich erst, und ich hoffe, diese Episode hat euch mal wieder gefallen, in der nächsten Episode wird das letzte Spiel mit Messi sein. Habe ich natürlich schon voraufgenommen, aber ich werde natürlich nicht sagen, wie das ausgehen wird. Ist natürlich Spannung. Mal sehen, ob wir den Titel gewinnen können. Also schaltet wieder bei der nächsten Folge ein. Und ja, ich würde mich natürlich wieder über einen Daumen nach oben über dieses Video freuen. Und haut rein, bis zur nächsten Folge und ciao.